Angestellte beim Öffentlich-Rechtlichen, die richtige Hass- und Hetzaufrufe gegen die Union starten. Wenn Sie zum Beispiel zu Anne Will in die Sendung gehen oder angefragt sind, da wissen Sie, dass alle gegen Sie sind, inklusive Moderatorin. Und wer keine Munition hat, wer auch keine funktionierenden Waffen hat, wer auch kein ausgebildetes Personal hat, der ist keine Abschreckung für andere, der ist dann eher eine Lachnummer. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendein Indianerstamm auf dieser Welt angegriffen fühlt, wenn ein Kind sagt, wir verkleiden uns als Cowboy und Indianer. Herzlich willkommen zu Schuler fragen, was ist. Die Union gilt ja gemeinhin als Männerverein, hat ein Frauenproblem, sagt man. An ihr kann es nicht liegen. Heute interviewe ich hier im Herzen Berlins Julia Klöppner. Sie war Landeschefin der Union in Rheinland-Pfalz. Sie war Ministerin unter Angela Merkel und ist jetzt das wirtschaftspolitische Gesicht der Unionsfraktion. Herzlich willkommen, Julia Klöppner. Hallo, Herr Schuler. Die Union hat sich ja eine Frauenquote verordnet auf dem Parteitag. Sie haben da kräftig mitgewirkt mit einer kämpferischen Rede. Spüren Sie schon was davon? Och, den Kampf spüre ich immer in mir so ein bisschen. Nein, also natürlich sind Parteitagsbeschlüsse das eine und die Realität, bis es sich anpasst, dauert sicherlich, weil wir haben ja eine ziemlich dynamische Quote beschlossen. Wir machen das ja nicht so wie zum Beispiel die Grünen mit starrer Parität. Das halte ich auch für problematisch. Aber dass wir was tun müssen bei uns in der Union, um mehr Frauen zu gewinnen. Denn am Ende geht es ja darum, Sender und Empfänger. Die Empfänger sind die Wählerinnen und Wähler. Und die Hälfte der Gesellschaft besteht aus Frauen. Und wenn wir nur 20% oder wie viel Frauen haben, ist das ein bisschen wenig. Trotzdem hat ja die Union, wir sehen hier gerade mal ein kleines repräsentatives Bild, ohne Quote so ziemlich die mächtigsten Frauen Deutschlands hervorgebracht. Es geht auch ohne. Wir haben das Frauenquorum zum Beispiel. Ich wäre ohne Quote oder Quorum nie in die Politik gegangen. Nicht, weil ich mir es nicht zugetraut hätte. Ich hatte überhaupt kein Interesse. Und man hat sich aber sehr massiv um mich bemüht. Warum? Weil es die Quote gibt oder dieses Quorum, dass jeder dritte Listenplatz mit einer Frau besetzt sein soll. Und mein Wahlkreis, da war das so, dass der nicht zu gewinnen war. Und insofern hat das dazu geführt, also für die Union nicht zu gewinnen war lange Zeit, dass man sagte, Mensch, das ist der Listenplatz 6 frei mit einer Frau. Da sind wir endlich mal wieder vertreten als Kreis Bad Kreuznach, Kreis Birkenfeld im Bundestag. Und dann wurde ich dreimal gefragt, es hätte nie jemand gemacht, nie, wenn es nicht diese Krücke und dieses, ich gebe es zu, es ist so eine Brücke, wenn es das nicht gegeben hätte, aber es ist ja nicht so, dass hervorragende, talentierte junge Männer durch grenzstabile Frauen dadurch ersetzt werden. Auch Frauen kandidieren gegeneinander. Und dann habe ich den Wahlkreis später auch gewinnen können. Trotzdem haben Sie sich ja in der Politik nicht nur durch diese Initialzündung gehalten, sondern eben auch durch eigenes Zutun. Das tritt immer ein bisschen aus meiner Wahrnehmung zurück hinter diesen Quotendebatten. Man muss dann schon auch selbst im Amt performen. Natürlich. Ja, natürlich. Das eine schließt das andere nicht aus. Gilt übrigens auch für Männer, geil. Würde ich auch mal sagen. Ist ja nicht so, einmal berufen, immer der Held. Sondern das ist, gilt ja für alle. Und Frauen werden auch abgewählt und treten auch zurück oder werden abberufen. Ich meine, dass zum Beispiel Frau Lambrecht kritisiert wurde und dann reflexhaft das mit Sexismus abgetan wurde. Das ist im Übrigen finde ich sexistisch, umgekehrt, das sofort als sexistisch abzutun. Warum? Weil man Frauen nicht zugesteht, dass man sie auch kritisieren darf. Wahre Gleichberechtigung ist da, wenn man auch kritisiert werden darf für was Inhaltliches, was falsch ist. Dann entnehme ich dem, dass Sie gewissermaßen eine stolze Quotenfrau sind. Aber gerade die Ampelregierung hat ja mit Anne... Ich finde das diffamierend, dass Sie das so sagen, wobei locker gesehen jetzt mal Quotenfrau. Quotenfrau ist ja schon, wird ja genutzt, um abzuqualifizieren. Ich sage Ihnen mal, wir haben ganz viele Quotenmänner im Übrigen. Es ist fast nur, Listen sind fast nur mit Quoten besetzt. Nur bei Frauen redet man darüber. Gucken Sie mal nach Rheinland-Pfalz, 3 Bezirke. Wir könnten niemals die ersten 3 Listenplätze nur aus dem Bezirk Trier-Saarburg besetzen. Man versucht dann auch eine Regionalquote hinzubekommen. Was ich damit sagen wollte, war, dass Sie die Quote sozusagen mit Stolz tragen, ohne dass jetzt ich trage als die Quote auch nicht mit Stolz. Das ist ja nicht das Prioritäre, ist ja nicht als Inhalt. Die Quote ist ja kein Selbstzweck, Herr Schuler. Die Quote ist ja ein mögliches Hilfsmittel, ist kein Allheilmittel, aber eine Möglichkeit, um auch Frauen
zu bekommen, die sonst kein Interesse hätten. Und am Ende müssen sie natürlich zeigen, was sie können. Aber haben nicht gerade die Ampelpersonalien gezeigt, wo es auch hinführen kann, dass man versucht, dringend vom linken Flügel der Grünen Anne Spiegel nach Berlin zu schicken, obwohl sie eigentlich in Rheinland-Pfalz schon überfordert war? Frau Lamprecht war auch für das Amt der Verteidigungsministerin nicht gemacht. Und da musste dann mechanisch die Parität gehalten werden. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass der Herr Lauterbach jetzt auch nicht so die Ikone jetzt ist guter Regierungspolitik. Und dann hat man aber jetzt auch mal einen Quotenmediziner gebraucht, gell? Und hat gesagt, endlich mal ein Mediziner ist auch eine Art Quote. Also kurzum, ich glaube, es gibt für alles ein Totschlagargument. Aber nochmal, der Anspruch ist ja gar nicht bei einer Quote, ist immer die Frage, wie sie ausgestaltet ist. Bei starrem paritätischem Ansatz hochproblematisch. Im Übrigen auf Listen ist es verfassungsrechtlich, verfassungswidrig, muss man auch wissen. Aber Parteien müssen doch eines schaffen. Es geht doch nicht um den Selbstzweck einer Quote, sondern wir haben 70 Jahre lang gesehen, ohne Quote haben wir nicht mehr Frauen gekriegt. Jetzt können wir es ja mal probieren, ob uns das helfen kann als ein mögliches Bausteinchen. Aber es sind noch viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ich sage auch, natürlich dürfen Männer auch Parteivorsitzender werden. Es ist ja nicht festgeschrieben, dass sie auf immer und ewig, dass es Frauen sein müssen. Aber eine Abmischung tut schon gut. Übrigens auch bei Sitzungen mag man das. Männer dürfen auch Parteivorsitzende sein. Das wird Friedrich Merz jetzt ein bisschen beruhigen. Ich glaube aber auch. Ist denn die Politik insgesamt zu männlich in den Ritualen? Ist ja doch sehr stark vom Wettbewerb, von Kampf und auch rhetorischen Kampf geprägt. Ich kenne auch Männer als Weicheier. So ist es jetzt nicht, dass die Männer immer nur die harten Kämpfer werden. Die also, Namen habe ich jetzt nicht verstanden. Weicheier hat er nicht verstanden. Na, ich wollte jetzt die Beispiele hören. Achso, die Namen derer. Nein, was ich damit sagen will, es gibt ja nicht die Männer und auch nicht die Frauen. Und man finde, sollte auch nicht Frauen kämpferisches Dasein absprechen. Die Frage ist, was man unter zu männlich versteht. Wenn man sagt, okay, die Optik, man sieht zu viele Anzüge. Am Ende hat es doch was damit zu tun, man braucht Mehrheiten in der Politik, also die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler. Und am Ende muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, uns als Parteien. Und das heißt für mich dann auch, kommen wir auch, nicht nur, aber auch bei Frauen an, die in der Mitte des Lebens stehen, die auf uns schauen und sagen, hat die Partei was mit uns zu tun? Und vieles hat was mit Optik zu tun, ob ich überhaupt schon Personal biete. Also wenn immer nur Männer auf Bildern stehen, dann fragt man sich vielleicht auch als Frau, verstehen die überhaupt meine Alltagsanliegen? Das kann ja sein. Insofern denke ich, warum sollen wir es uns schwerer machen als Parteien? Weil ich finde, wir haben die besseren Inhalte und dann stehen wir uns manchmal so selber ein bisschen im Weg. Gell? Sie waren, und das ist nie ganz, haben Sie nie ganz los, sind Sie nie ganz losgeworden. Sie waren vorher Weinkönigin. Da hatten auch vorher? Vor meiner Ministerzeit? Vor der politischen Karriere. Ja, das ist schon ein bisschen her, 30 Jahre. Trotzdem geistert es natürlich durch alle Lebensläufe, irgendwie, weil es wohl so schön ist. Aber ist das nicht auch ein Training gewesen in der Öffentlichkeit oder ist das eher lästig als Image? Nein, das war da schon Training in der Öffentlichkeit. War zum Beispiel auch, dass ich Lektorin in der Kirche war und die Lesung vorgelesen habe. Training in der Öffentlichkeit war auch, dass ich in der Tanzgruppe war oder dass ich Musikverein gespielt habe. Und das Thema Weinkönig ist einfach allzu schön. Allein, dass Sie jetzt das Bild da haben, das muss einfach sein. Es kommt auch kaum ein Interview aus ohne Weinkönigin. Nur das wäre so, wenn ich bei Ihnen jedes Mal, ich gehe davon aus, Sie haben Abitur? Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, der Abiturient, gell, ist bei Ihnen ja auch ein bisschen her. Also das war eine super Zeit. Ich war da gerade zu Beginn meines Studiums. Und das ist ein Aspekt gewesen, aber da war ich um die 20, bin jetzt 50. Waren die Termine? Ich habe auch Abitur und Führerschein. Ah, das ist, da haben wir schon was gemeinsam. Haben wir schon was. Bei mir bricht es dann später ein bisschen ab, aber um mich geht es ja nicht. War das anstrengend mit den Terminen, die man da absolvieren muss, oder war im Ministeramt mehr los? Das können Sie ja gar nicht vergleichen. Ja gut, da musste man auf der Grünen Woche früher auch viel trinken zum Beispiel an jedem Stand. Ist witzig jetzt, aber wir alle wissen, man geht auch professionell ran, gell? Also insofern, das kann man ja überhaupt, Sie können ja nicht das Weinkönigamt im Ministeramt vergleichen, das wäre jetzt auch Sie waren 2011 Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz und haben dafür Ihre Bundeskarriere
Das ist die Frau Faeser jetzt. Das ist die Frau Faeser. Ganz dezente Anspielung auf das Ende der Frage. Sie sind dann nach Rheinland-Pfalz gewechselt, haben sich da reingehängt in den Wahlkampf und sind dann auch Oppositionsführerin geworden. Frau Faeser will das dezidiert nicht tun beim Wahlkampf in Hessen. Ein anderer Lebensentwurf oder halten Sie das für einen Fehler? Ich halte es für einen Fehler dem Amt gegenüber und dem Bundesland gegenüber. Ich bin damals, als ich 2011 kandidierte in Rheinland-Pfalz, bin ich ja im Bundestag gewesen und war parlamentarische Staatssekretärin. Im Bundesernährungsministerium, Ilse Aigner war zur damaligen Zeit die Ministerin. Und ich habe dann sehr klar gesagt, als ich in den heißen Wahlkampf reinging, habe ich auf Fahrer, auf Gehalt und Versorgungsansprüche verzichtet, habe das Amt niedergelegt als parlamentarische Staatssekretärin, um dann glaubwürdig als Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz Wahlkampf zu machen, weil mir auch klar war, ich kann das Amt der Staatssekretärin, für das ich bezahlt worden bin, ja gar nicht ernsthaft ausfüllen, wenn ich Wahlkampf mache Vollzeit. Ist auch dem Steuerzahler gegenüber nicht, wäre dann nicht fair gewesen aus meiner Sicht. Muss jeder für sich beantworten. Und deshalb habe ich gesagt, und sollte ich nicht gewinnen, 0,5% haben gefehlt damals, dann mache ich es aber richtig und gehe als Oppositionsführerin in den Landtag. Schadet das der Glaubwürdigkeit von Politik insgesamt, wie Frau Faeser das macht? Man könnte wieder sagen, ja, denen geht es nur um die Macht, die wollen sich nur absichern. Oder ist das, ich glaube, wir müssen ein bisschen Acht geben, dass wir immer von der Politik reden. Man kann auch nicht von den Bürgern oder den Journalisten reden. Es gibt, der Garten des Herrn ist so groß. Politiker sind so unterschiedlich von den Typen her. Und ich finde es jetzt noch mal sehr speziell, Frau Faeser ist Bundesinnenministerin und das Innenressort ist jetzt natürlich ein Ressort, wo wir sicherheitsrelevante Fragen haben, wo wir uns strategisch neu aufstellen müssen. Das Thema Flüchtlingsbewegung, die Frage nach auch den Abschiebungen, wenn wir wirklich Probleme mit verurteilten Straftätern haben. Also da kann ich nicht im Teilzeitjob Bundesinnenministerin sein. So ein Haus muss geführt werden. Im Übrigen müssen auch die vielen Hilfskräfte, für die man steht, die Polizei, die müssen wissen, sie haben eine Chefin, die ist rund um die Uhr auch zu erreichen und die ganze Zeit in Hessen, gell? So als wäre das eine Außenstelle. Meine Kollegen haben recherchiert, dass Frau Faeser von 50 Dienstreisen 21 nach Hessen gemacht hat. Meistens im Umfeld von Wahlkampfveranstaltungen der SPD. Nur zwei haben sie zu irgendwelchen Bundesbehörden geführt. Das wirkt von außen eben auch nicht besonders glaubwürdig. Ja, also es ist nicht so ganz einfach, glaube ich, Herr Schuler, dass Politiker alles erfüllen, was man sich so wünscht. Gell? Auf der einen Seite ist mir auch klar, sie hat dann die Infrastruktur, um dann in den Wahlkampf zu gehen. Erstmal sich zur Wahl zu stellen, ist ja etwas der Demokratie Dienliches. Und man muss auch erstmal Leute finden, die bereit sind, sich einer Wahl zu stellen. Weil sich einer Wahl zu stellen heißt, die Öffentlichkeit urteilt über mich. Und das wird auch sehr häufig sehr persönlich. Und man hat nie die Garantie, dass man gewinnt. Und insofern denke ich auch, man muss die Kirche im Dorf lassen, das ist das eine. Aber wer nach draußen geht, muss wissen, dass er auch beurteilt wird. Und ich will jetzt gar nicht persönlich werden über Frau Faeser. Ich halte die Entscheidung als Bundesinnenministerin, dann einen Wahlkampf zu machen und zu glauben, beides geht zusammen. Und dann aber dem Wahlkampf noch ausgerichtet die Termine zu machen, auf Steuerzahlerkosten, das wirft schon Fragen auf. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, die ganze Politik wird dadurch unglaubwürdiger. Das ist mit den Menschen wie den Leuten, hat meine Oma immer gesagt. Geil. Ja, nun guckt man von draußen ja immer so ein bisschen skeptisch auf die Politik. Machen jedenfalls viele Leute. Man steht im Rampenlicht als Politiker und dann gucken halt viele dahin. Es gab wohl die Überlegung, dass Frau Faeser im Amt der Bundesinnenministerin Bekanntheit tankt und dann in den Wahlkampf zurückgeht. Also im Prinzip schon auch eine parteitaktische Indienstnahme des Amtes. Und ohnehin gilt die Berliner Blase ja irgendwie als abgekoppelt von der Realität. Ist das ein berechtigter Vorwurf? Müssen wir erstmal definieren, welche Blase das ist. Also ich sage jetzt mal, wenn Sie hier in Berlin mit einem Polizisten sprechen, der ist schon sehr nah an der Realität. Das glaube ich. Also deshalb müssen wir schon ein bisschen definieren. Und die Autofahren müssen, die sind sowas von nah an der Realität, was hier alles gar nicht geht. Gell? Jetzt mal so die politische und die journalistische Blase.
Ja, die gibt es schon, das muss man sagen. Also mit großer Werf und Engagement wird sich hier in Berlin für Windräder auf dem Land eingesetzt. Das sind die Leute, die wissen, in der Wilhelmstraße wird kein Windrad stehen, geil. Und ich finde auch, wir müssen ein bisschen darauf Acht geben, dass die ländlichen Räume nicht nur Kompensationsorte für städtische Wünsche werden. Und da haben, ich komme aus vom Land, ich komme selbst von einem Dorf, 2600 Einwohner, mitten in Feldern wohnt, vom Weingut stammt. Da haben wir natürlich ganz andere Bedürfnisse als die in der Stadt. Beide Bedürfnisse sind berechtigt. Aber wenn wir hier fast nur noch von ÖPNV reden, ja, von 29 Euro, 48 Euro oder wie viel Euro Tickets, dann ist das schön, wenn man sagt, umsteigen. Dann sagen die bei mir auf dem Land in Winterbach, die sagen, Frau Glöckner, in was solle mir denn hier umsteigen? Da ist ja gar nichts. Also wir können nur in unser Auto einsteigen oder aufs Moped steigen, aber da fährt keine Bahn. Bus. Und das sind die Leute im Übrigen, die morgens aufstehen, die gucken, dass die Kinder rechtzeitig in der Schule sind und dann sind die bei ihrer Arbeit und zahlen die Steuern für diejenigen, die so tolle Forderungen haben. Verdirbt zu viel Berlin den Blick auf die Realität? Nee, das jetzt auch nicht. Berlin ist ja jetzt nicht keine Realität, ist ja auch ein Teil von Realität. Es gibt auch ganz viele, die haben nur ihren Stammtisch, sind nie aus dem Dorf raus. Deren Blick ist auch nicht die komplette Realität. Es hat nie jemand eine allumfassende Realität. Wichtig ist aber zumindest, dass man Perspektivwechsel tätigt. Also, dass man nicht nur seine Brille aufhat, sondern auch mal Belange des anderen auch sieht. Das, glaube ich, ist wichtig. Aber ich finde, dass wir als Bundestagsabgeordnete, die einen Wahlkreis haben, und wenn man den Job ernst nimmt, ist man im Wahlkreis. Und dann kriegt man beides schon zusammen. Man muss beides erklären und beides übersetzen. Und ich finde natürlich, sagen wir mal in Berlin, ich gucke mir an, da wird die Friedrichstraße geschlossen, da gibt's hier Baustellen, die nächste Baustelle, da redet keiner miteinander. Das ist echt Chaos. Und Berlin würde anders aussehen, ehrlich gesagt, wenn es den Länderfinanzausgleich nicht gäbe. Gell? Und da vielleicht auch mal, ich habe so oft den Eindruck, es wird so auf ländliche Regionen herabgeschaut. Gell? Ich meine, Berlin, ja, schön, aber mal so ein bisschen Abmischung und man kann auch vom Land lernen. Als Berliner kann ich sagen, dass in manchen ländlichen Bezirk mehr funktioniert als in dieser Großstadt. Glaube ich sofort. Aber wir wollen ja kein Berlin-Bashing betreiben. Das machen wir bei nächster Gelegenheit. Wenn Sie zu Hause durch Bad Kreuznach gehen, was erzählen Ihnen die Leute da? Was sind die Probleme, die dort die Leute umtreiben? Ich habe jetzt Montag Sprechstunde, Bürgersprechstunde, einige Anmeldungen und was Sie auch mit auch jetzt schon ansprechen. Also die melden sich an mit ihren Anliegen. Das ist ganz Rentenfragen sind es, Energiekosten, ganz Inflation, Schule. Das ist dann wieder ein landespolitisches Thema. Migration spielt eine große Rolle. Das ist schon was die Leute ansprechen. Ist das auch ein Thema mit belegten Turnhallen und Erstaufnahmeeinrichtungen? Ja, es geht jetzt darum, wo wir Migranten unterbringen oder Asyl suchen. Das ist ja sehr unterschiedlich, muss man ja sprachlich auch genau sein. Da geht es darum, ob jetzt ein Containerdorf aufgebaut wird. Also ich bin da total skeptisch, wenn es um Containerdörfer geht, weil wir absolut dann schon wissen, wenn die Leute länger bleiben, und das nicht nur eine kurze Prüfstation ist, dann gibt es Probleme. Das ist naheliegend so etwas. Und wenn wir die Kommunen jetzt überfordern, und das geschieht gerade, sie werden schon ziemlich vom Bund auch alleine gelassen. Und ich habe das im Übrigen auch 2015 kritisiert gehabt und deshalb auch einen Alternativvorschlag gemacht, dass wir Menschen nicht verteilen in die Kommunen. Die strengen sich mit Integration an und dann haben die ein Bleiberecht, die anderen nicht. Das muss vorher geklärt werden, sowas. Verstehen Sie die Angst oder Sorge vor Migration? Gerade auf dem Dorf gibt es in Mecklenburg-Vorpommern jetzt einen spektakulären Fall, wo eine Unterkunft für 500 Migranten aufgebaut werden soll, bei nur 500 Einwohnern. Und dann sagen die Leute in der Stadt immer, ja, aber hier in Kreuzberg und in Neukölln, wir haben ja so viele, die haben ja gar nicht so viel Ausländer, was beschweren die sich? Naja, Migration ist nicht gleich Migration. Auch so ehrlich und offen muss man ja sein. Unsere Leute haben keine Angst vor dem Chefarzt aus irgendeinem Nachbarland oder aus einem anderen. Also wir haben bei uns in den Krankenhäusern, bei mir in der Region, haben wir so viele Nationen. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen spezifizieren. Die Frage ist, ob schlagartig ganz viele Menschen und vielleicht dann männlich überwiegend in einem
ziemlich geballten Raum zusammenkommen, mit wenig konkreter Perspektive, mit wenig Konkretheit, wenn einer nicht bleiben darf, ob dann die Sicherheit da ist, dass er auch wieder zurück muss. Die Frage ist, wer bekommt welche Unterstützungen, beziehungsweise umgekehrt, weil das ja Solidarität geht ja in zwei Richtungen, arbeitet jemand mit oder nicht? Also das sind ja alles Fragen, die sehr, sehr unterschiedlich auch sind. Wenn Familien kommen mit Kindern, ist schon eine ganz andere Anbindung da, als wenn ein ganzes Haus voller junger Männer ist, die vielleicht noch ein anderes Frauenbild haben. Ja? Wir haben jetzt bei uns viele ukrainische Frauen mit ihren Kindern, die Arbeit aufgenommen haben. Das ist nochmal eine andere Art von Migration. Nochmal, das sage ich jetzt, weil man das ja auch immer so sagt, es gilt nie pauschal, nie für alle. Aber man muss auch das anschauen, wo wir wirklich auch Probleme haben. Und wenn wir die nicht mehr beschreiben dürfen und wenn wir Probleme, die evident sind, die fast jeder spürt und auch erlebt, wenn wir darüber nicht mehr reden dürfen, sondern die Keule sofort kommt, das ist Rassismus oder dann noch Nazi. Wenn alles Nazi und alles Rassismus ist, ist nichts mehr Rassismus und nichts mehr Nationalsozialismus, der übrigens unvergleichbar ist, dann ist das sowas, was eigentlich Menschen in extremistische Arme eher treibt. Und das ist nicht gut. Weil wir schon bei Ihrer Heimat gewesen sind, wann waren Sie denn das letzte Mal im Ahrtal? Ich werde in zwei Wochen da sein zu einer Veranstaltung auch dort und ich war vor Weihnachten dort. Ist denn die Flutkatastrophe jetzt hinreichend aufgearbeitet? Mhm. Der Innenminister ist zurückgetreten nach langem Problem und langem sich zieren, aber die ganze Bandbreite des Desasters scheint mir immer noch so ein bisschen in der Schwebe zu sein. Ja. Also es ist so dramatisch, was dort passiert ist. Die Ministerpräsidentin hat sich da ja immer weit abseits gehalten. Mich wundert, dass ihr das so durchgehen gelassen wird, ehrlich gesagt. Liegt sicherlich auch an der einen oder anderen Berichterstattung. Aber um es konkret zu machen, wenn Sie dorthin fahren ins Ahrtal, das ist erschreckend und deprimierend, was nach über einem Jahr eben nicht passiert ist. Es gab ja umfassende Hilfszusagen. Wie viel Gelder zur Verfügung gestellt worden sind, wie die Gelder vom Land nicht ausbezahlt worden sind, wie entsprechende Dienstleistungsbehörden erstmal Mitarbeiter in Urlaub haben gehen lassen, eine Vizepräsidentin der sogenannten ADD, eine Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde. Es wurde im Untersuchungsausschuss ziemlich viel offengelegt, wie vertuscht worden ist, wie Videos und Informationen nicht weitergegeben worden sind in der Flutnacht. Mhm. Allein, dass Regierungsmitglieder einfach ihr Handy ausstellten und sagen, bis morgen dann, das geht einfach nicht. Und wenn am Ende man dann nicht die Not sieht, die Ärmel hochkrempelt und sagt, jetzt machen wir es pragmatisch. Und man dann einen Vergleich hat zwischen Wiederaufbau auf nordrhein-westfälischer Seite und auf rheinland-pfälzischer Seite. Und Nordrhein-Westfalen hatte zwar nicht diese Schäden, so wie wir sie auf Rheinland-Pfälzischer Seite hatten, aber dort, wo sie hatten, sind sie weiter, als wir es sind. Und die Leute sind schon ziemlich frustriert und vor Ort. Und das ist deprimierend, muss ich wirklich sagen. Verstehen Sie, dass man da das Vertrauen in Politik verlieren kann, wenn man jahrelang Steuern zahlt und dann braucht man selbst? Natürlich, verstehe ich. Also auch wenn es um Versicherungen geht, ganz viele haben uns gesagt, dass sie ein Go der Landesregierung brauchen, auch für die Förderung. Klar muss man dann vielleicht mal den Kopf hinhalten, auch als Ministerpräsident und sagen, passt mal auf, jetzt macht mal, zahlt mal aus und dann kann man immer noch prüfen. Und so wie wir es mit den Corona-Zahlungen ja auch gemacht haben. Wer da nachher nichts falsch gemacht hat, der hat gar nichts gemacht und das ist dann falsch. Hm. Sie sind wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Was macht denn die Ampel mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland? Kann man das so generell sagen? Ich finde, dass sie ihn gefährdet. Die Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Made in Germany. Und wenn der zuständige Wirtschaftsminister sich freut in einer Regierungsdebatte bei seinem Wirtschaftsbericht, Jahreswirtschaftsbericht, und sagt, also wir haben Wachstum, 0,2% Wachstum, was ja eher ein Witz ist. Und wenn er dann beschreibt, wir haben eine Trendwende geschafft, weil die Inflation nicht mehr so hoch ist. Also wenn die Inflation nicht so steigt wie vorher, heißt das nicht, dass die Preise
Ja, dass alles günstiger wird. Es wird nur nicht so schnell teurer, wie es vorher schneller teurer geworden ist. Ich will es noch mal festmachen an 2, 3 Punkten. Wir sind jetzt laut einer aktuellen Untersuchung als Deutschland, als deutscher Wirtschaftsstandort, richtig abgesagt auf Platz 18 von 21 Industrienationen, was unsere Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel angeht. Deutschland hat mit die höchsten Abgaben, die höchsten Energiepreise, Dokumentationswust, Genehmigungsverfahren, die ewig dauern. Und jetzt kommt hinzu von der Ampel eben diese Vorgaben, wie Transformation geschehen muss. Das heißt, sie schaut sich eine gewisse Industrie nur an. Die Mittelständler, die Kleinen spielen kaum noch eine Rolle. Und alles wird dem Thema Klimaschutz untergeordnet. Aber dann müsste es auch die Kernkraft weiterhin geben, muss man auch sehr offen sagen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, der Ampel ist es gerade recht, Stichwort Deindustrialisierung, weil sie dann ihre CO2-Klimaziele erreicht. Auf Kosten derer, die hier Arbeit haben. Und dann werden wir Sachen importieren, die aber weniger nachhaltig produziert sind. Halte ich für hoch, hoch problematisch. Und ich glaube, die Stimmung ist noch besser, als die Lage ist. Hohe Energiekosten, Klimaauflagen, Sie haben es erwähnt, Fachkräftemangel, große Konzerne wie BASF investieren schon massiv im Ausland. Und ich habe BioNTech BioNTech wollten wir ohnehin noch drauf kommen. Also auch die Wissenschaft wandert ab, wegen Energiekosten, wegen Reglementierung und so weiter. Ist die Industrienation Deutschland in Gefahr? In Gefahr ist sie, absolut. Made in Germany ist ja mal entwickelt worden von den britischen, von den britischen Besatzern damals nach dem Krieg, um eher zu warnen, Achtung, das ist Made in Germany. Das Made in Germany Label wurde zu einem Erfolgsgarant, einem Siegel für Qualität. Und das, was wir teurer waren, waren wir dann besser. Und jetzt ist es so, bevor jemand die Tür aufschließt von der Werkshalle, ist er schon mal teurer als eigentlich alle anderen, aufgrund der Energiekosten, aufgrund der Arbeitsstellen, die er besetzen muss für Buchhaltung und nicht für einen Ingenieur oder einen Schrauber oder sonst was. Und deshalb, also dieser Standort ist sehr in Gefahr. Und wenn einmal etwas verlagert worden ist, dann kommt er so schnell nicht wieder. Und wenn die BASF ein Spiegelwerk zu dem Ludwigshafener, 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in China aufmacht, 10 Milliarden Euro Invest, dann muss uns das wirklich zu denken geben. Sind Klimaschutz und Wirtschaft, prosperierende Wirtschaft eigentlich Gegensätze? Überhaupt nicht. Es gibt keinen Klimaschutz, wenn es keine starke Wirtschaft gibt. Oder man sagt, dann verzichten wir auf Wohlstand und sozialen Ausgleich. Nachhaltigkeit, wenn man sich mal die Definition von Nachhaltigkeit anschaut, ist nicht alleine nur Ökologie, sondern besteht aus 3 Säulen. Das ist die Ökologie, die Ökonomie, also die dass sich das auch wirtschaftlich trägt. Und das dritte ist die soziale Frage. Wir können alles ökologisch machen, klingt super, aber dann verlieren wir ziemlich viele Menschen. Das sehen wir ja jetzt, wo Bioprodukte teurer werden, wie stark der Biomarkt eingebrochen ist. Und deshalb sage ich, wir können nur Erfolg haben mit dem Thema umfassend Nachhaltigkeit, wenn das auch ein Exportschlager wird, dass sich das rechnet. Wenn wir vormachen, allen anderen Ländern, Deutschland hat sich runtergewirtschaftet, dann sagen die, eins zumindest. So machen wir es nicht. Wenn man an Standort Deutschland denkt, hier in Berlin, denkt man an BER, den Flughafen, der mit Milliarden zusätzlich verspätet fertig geworden ist. Man denkt an die Bahn, die auch einen hohen Investitionsbedarf hat bei gleichzeitig nur 13% Personenbeförderungsanteil und sehr hoher Unpünktlichkeit. Das Haus, in dem wir hier sitzen, ist optisch sehr schön, hat aber jetzt schon 280 Millionen mehr Kosten verursacht durch nasse Fundamente und immer noch nicht bezugsfertig. Sie selbst sitzen ja in einem Modulbau nebenan, weil dieses Haus nicht bezugsfertig geworden ist. Was machen wir falsch? Hat die Union ein Programm, wie Deutschland wieder Weltklasse wird? Ja, jetzt müssen wir erst gucken, das eine ist Verwaltungshandeln, das ist das eine. Und das andere jetzt nochmal Programm Weltklasse, wenn ich auf Wirtschaft schaue. Ich glaube, wir brauchen weniger Regulierung statt engste Vorgaben. Und mir geht's gar nicht drum, ob wir sagen Deutschland first, aber Deutschland fast wäre mal ganz schön. Also schneller werden. Allein wenn es darum geht, wir müssten jeden Tag 6 Windräder bauen, um die Ziele, die die Regierung beschrieben hat, überhaupt zu erreichen. Wie lang dauert die Genehmigung eines Windrades? 6 bis 7 Jahre. Unrealistisch, diese Ziele. Wir müssen erstens realistischer werden. Zweitens müssen wir
abrüsten im übertragenen Sinne, was Reglementierung und Regulierung angeht. Staatswirtschaft ist nicht besser als derjenige Unternehmer, der auch das Risiko trägt. Der Staat trägt es ja in den seltensten Fällen dann, jedenfalls als Person nicht. Und wir müssten es schaffen, dass wir von zum Beispiel einer Genehmigungsfiktion ausgehen. Was heißt das? Wenn nach einer gewissen Zeit eine Anfrage nicht beantwortet worden ist oder bearbeitet worden ist, dann gilt ein Antrag als genehmigt. Was meinen Sie, wie schnell man da zu effektiveren Arbeitsweisen käme? Auf die Wirtschaft in Deutschland hat ja der Ukraine-Krieg auch großen Einfluss. Jetzt hat vor einiger Zeit der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz von Kriegswirtschaft gesprochen, hat das damit begründet, dass in der Ukraine an einem Tag so viel Munition verschossen wird, wie Deutschland in einem halben Jahr produziert. Ersatzteile sieht ähnlich aus. Das macht den Leuten, glaube ich, etwas Angst. Was halten Sie davon? Herr Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ist natürlich jemand, der schon sehr lange in dem internationalen, globalen Geschäft ist. Kriegswirtschaft ist natürlich, lässt gerade bei den älteren Leuten viele dunkle Erinnerungen hochkommen. Aber wenn wir jetzt mal realistisch sind, natürlich brauchen wir unsere Wirtschaft, die auch Bundeswehr ausrüstet, die auch Militär ausrüstet. Und es geht nicht um Angriffskriege, aber verteidigen müssen wir uns schon. Und wer keine Munition hat, wer auch keine funktionierenden Waffen hat, wer auch kein ausgebildetes Personal hat, der ist keine Abschreckung für andere, der ist dann eher eine Lachnummer. Und es gibt so Typen wie Putin, die verstehen nicht das Rationale, sondern eher das Emotionale und auch das Machtmessen. Und wenn wir nicht verteidigungsbereit sind, dann ist der Respekt vor einer solchen Nation dann auch überschaubar in der Kategorie eines Putin-Types. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass die EU zusammen wehrhafter auch wird und dass sie auch sehr klar ist in der Sprache. Amerika hat ja gerade einen Riesenfonds aufgelegt mit, glaube ich, 400 Milliarden Dollar, um die Inflation zu drücken. Und Robert Habeck wollte das so ein bisschen entschärfen, damit man jetzt nicht in einen Wettbewerb mit Europa kommt. Ist das gelungen? Was muss denn passieren? Sie haben gerade angesprochen, brauchen wir Deutschland first, Europa first? Also in den USA gibt es den sogenannten Inflation Reduction Act, wie Sie sagen, 400 Milliarden Euro etwa, werden zur Standortsicherung, zur Ertüchtigung der heimischen Wirtschaft in den USA investiert. Ich halte das für einen sehr starken Protektionismus und auch nicht alles WTO-konform, was dort beschlossen worden ist, dass zum Beispiel also Zahlungen, Förderung etc. gekoppelt sind daran, dass zum Beispiel deutsche Autos in den USA zusammengebaut werden und nicht hier und dann dorthin geliefert werden. Es gibt die Auflage, dass Rohstoffe aus den USA kommen müssen zu einem Prozentsatz oder aus Ländern, mit denen die USA Partnerschaften und Handelsabkommen haben. Das ist schon also es ist eine klare Ansage. Was ist unsere Antwort? Frau von der Leyen möchte zum Beispiel das Beihilferecht etwas lockern, das, was ich im Übrigen für richtig erachte. Ich halte es für falsch, aber in einen Subventionswettlauf zu gehen. Weil die Kleinen können nicht hinterherlaufen, die kleinen, mittleren Betriebe. Die Großkonzerne rechnen sich das aus und sind heute dort und übermorgen hier. Und das ist hochproblematisch dann. Und Germany first oder EU first, ich würde erstens nochmal fast und deregulieren. Also die EU legt in Fesseln immer stärker unsere Wirtschaft mit Auflagen, während die USA entfesseln. Und also mit First habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, dass da ist der Weg hin zum Nationalismus manchmal gar nicht weit. Mir geht es eher darum, dass wir unsere Interessen vertreten. Und ich finde das nicht unanständig, wenn Deutschland, wenn Europa von eigenen Interessen spricht, weil dann wird man auch ernst genommen, wenn man stark ist. Dann ist man auch ein guter Partner. Nur wenn wir schwach werden, dann werden wir auch als Partner nicht mehr ernst genommen. Nun ist Protektionismus das eine, die deutsche Abhängigkeit zum Beispiel von der chinesischen Wirtschaft ist die andere Seite. Robert Habeck hat auch da ein Programm vorgelegt, was einen relativ rigiden Schnitt in den Wirtschaftsbeziehungen eigentlich zum Ziel hat. Funktioniert das so einfach? Naja, das Programm kennen wir alle nicht so richtig, weil die FDP widerspricht, das Außenministerium, das Auswärtige Amt widerspricht. Also wir kennen jetzt nicht die Strategie, die abgestimmte dieser Bundesregierung. Und sagen wir so, das, was die chinesische Wirtschaft, auch Staatswirtschaft vorhat, ist ja nicht nur ökonomisch getrieben. Da ist immer ein politischer Überbau drüber.
Also wenn Infrastruktur, die kritisch ist, gekauft wird, ganz systematisch gekauft wird, Flughäfen, Hafenterminals, wenn in Afrika Straßen gebaut werden durch die Chinesen, das ist schon alles getrieben, sehr interessengetrieben, dass die Chinesen den Zugriff auf Rohstoffe haben, den Zugriff auf die Logistik haben. Und insofern müssen wir uns schon sehr klar machen, wenn wir zu stark, und wir sind schon sehr, sehr, sehr verwoben mit China. Und ich sage nicht, wir müssen den Handel aufgeben, aber wir müssen diversifizierter sein. Wenn man nur auf China setzt, kann das auch für viele das Ende auch sein. Und deshalb muss man da klar sein. Und ich sage auch immer das Thema Reziprozität. Also, wenn China etwas hier dürfen möchte, ökonomisch, dann muss das für uns auch möglich sein in China. Und da sehen wir ganz häufig, dass unseren Betrieben etwas nicht erlaubt wird, was umgekehrt hier gerne in Anspruch genommen werden. Deshalb müssen die Investitionsprüfungen sehr, sehr klar sein. Ich halte das für falsch, dass das Kanzleramt sich über Empfehlungen von Experten hinweggesetzt hat und genehmigt hat, dass zum Beispiel ein Teil des Hamburger Hafens, ein Terminal für die Chinesen zugänglich gemacht wurde. An dem Wort Reziprozität habe ich auch lange geübt. Ich bin ja mit der Kanzlerin. Ich bin froh, dass ich es jetzt kann. Deshalb nutze ich es auch. Das verstehe ich. Man soll ja seine erworbenen Fähigkeiten einsetzen. Ich bin mit der Kanzlerin ja Jahr um Jahr nach China gefahren. Und da war das eben ein sehr wichtiges Schlagwort. Und man hatte immer den Eindruck, wir haben immer appelliert. Aber die chinesische Seite hat gelächelt und weiter ihr Ding gemacht. Mhm. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Rosenmontag steht vor der Tür. Sie sind Karnevalistin. Hello. Das steht mir als preußischen Protestanten ein bisschen schwer zu Gesicht. Gibt es für Sie Kostüme, die man irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr tragen kann, die nicht mehr zeitgemäß sind? Kindergärten verbieten Indianerkostüme wegen kultureller Aneignung. Ach, wissen Sie, ich war in der Kirche sehr aktiv, als Jugendliche auch, und bin auch die Dreikönigssammlungen mitgegangen. Wir haben viel, viel Geld für Kinder in Not gesammelt. Und einer hat sich auch dann angemalt, die Heiligen Drei Könige, wissen wir, die Überlieferung. Und auch das ist ja heute nicht mehr möglich. Geil, das wird dann sofort kulturelle Aneignung, das sei Rassismus. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Kirche im Dorf zu lassen, sensibel zu sein, ja, das ist das eine. Aber man muss auch Acht geben, bei uns sagt man auf dem Dorf, nach Fest kommt ab, das mit einer Schraube dann. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich irgendein Indianerstamm auf dieser Welt angegriffen fühlt, wenn ein Kind sagt, wir verkleiden uns als Cowboy und Indianer. Also ich kann es mir nicht vorstellen, und ich weiß nicht, ob die royalen Familien dieser Welt sich angegriffen fühlen, blaublütige Abstammung, wenn ein Mädchen sich als Prinzessin verkleidet. Ich weiß es nicht, ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Gell? Apropos locker bleiben, wir haben da mal ein Video vorbereitet, wir sehen Sie hier gerade nochmal als Karnevalistin. Ich bin da übrigens, muss man jetzt nicht eine Karnevalistin, da müssen wir schon der Ehre sein lassen, dass die Mainzer Ranzengarde, Ranzen ist eigentlich der Bauch, war ja, ist eine Persiflage im Übrigen, der Karneval und die Umzüge Persiflage auf die damalige Obrigkeit. Und die Mainzer Ranzengarde, von Johannes Gerstheimer als Mutter aller Garden genannt, ist die älteste Garde. Und da war ich die erste Frau, die als Gardistin erstmalig in Männerkleidung auftreten durfte. Sonst musste man das immer so verdammt kalt an Rosenmontag. Und dann mussten mir Frauen so Röcksche anhaben. Habe ich durchgesetzt, wir tragen auch Männeruniformen, jetzt haben wir die Gleichberechtigung. Das ist doch eine Vorreiterrolle, die mir glatt durchgerutscht ist. Sehen Sie mal, ich habe das gespürt, dass Ihnen das durchgerutscht ist. Deshalb wollte ich noch mal kurz. Das ist ja eigentlich auch ein Bildungsformat, was wir hier machen. Ja, das nächste eher nicht. Das war eine Rede. Das war kein Bild, das war keine Bildung. Beim Verleihung des Orden wieder den tierischen Ernst. Die schien mir doch sehr ernst zu sein, die Rede, auch wenn sie gereimt vorgetragen wurde. Schauen wir mal rein. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter, weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er als Sozialtourist. Heißt ein Junge Ali und nicht Sascha, beschimpft er ihn als Grundschulpascha. Und alle Klimaaktivisten sind für ihn nur noch Terroristen. Doch treibt's ein Nazi-Prinz zu wild, dann wird der Flugzwerg plötzlich mild. Beherzt, der auf die Schwachen drischt, weil er so gern im Trüben fischt.
Gerade die, die christlich selbst sich wähnen, sollten sich für ihn was schämen. Lustig oder im Ton vergriffen? Also es war nicht lustig und ich fand es auch nicht anständig. Also zu sagen, man müsse sich schämen, weil man christlich sei und er wäre bei Nazis mild. Also ich meine, das muss man sich mal wirklich vor Augen führen. Nazis sind Nationalsozialisten. Nationalsozialisten haben Menschen vergast, haben Menschen Versuche vorgenommen, haben Kinder ihren Eltern entrissen, haben gemordet, unvergleichlich. Und dann haben wir hier so eine Fastnachtsrede. Also Karneval macht Witze auch über sich selbst. Es gab keinen einzigen Witz über die FDP irgendwie, den man ernst nehmen konnte. Und ich finde, wenn man das so inflationär nimmt, Nazis und er sei mild, das geht nicht, das ist grenzüberschreitend. Und wir hatten noch andere Phasen bei dieser Sitzung, wo Herr Merz dann mit Herrn Putin in einen Topf geworfen worden ist. Das hat nichts mehr mit gutem Ton. Also man muss Selbstironie haben, man muss lachen können, keine Frage, auch wegstecken können. Aber oder sie hat ja was in eine Reihenfolge gebracht, die Frau Strack-Zimmermann, als hätte er Ukrainerinnen als Sozialtouristen bezeichnet. Das ist ja, also ist, finde ich, infam so etwas. Wir haben, und das ist auch erwiesenermaßen, auch Menschen, die wissen sehr genau, wann sie was bekommen von unserem Staat. Und man kann, also wenn Deutschland innerhalb Europas von vielen deshalb angesteuert wird, weil es bei uns auch andere Zahlungen gibt, dann ist das schon eine Überlegung, wo wir uns sagen müssen, müssen wir da nicht ein bisschen nachsteuern, beziehungsweise wie lange kann eine Gesellschaft so etwas tragen? Und das weiß sie, dass es hier eine Unterscheidung gibt. Im Übrigen gibt es auch FDP-Politiker, die genau das unterscheiden. Und hier wirft sie alles in einen Topf. Und das ist weder kollegial, noch ist es irgendwie witzig. Und wenn man dann vom alten weißen Mann spricht, vorher ist man gegen Diffamierung von Gruppen, aber alter weißer Mann ist ja genauso eine Diffamierung dann von einer Gruppe. Früher war die FDP ja der ureigene Partner der Union eigentlich über lange Wegstrecken auch der Nachkriegsgeschichte. Heute hat man manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen ins linke Lager abdriftet, wenn man sich an die Szenen erinnert, wie junge Liberale die Streichung des Paragraphen 219a, Werbung für Schwangerschaft, lustig gefeiert haben. Wenn man bedenkt, wie Christian Lindner auch sich auf Merz eingeschossen hat, ist die FDP noch eine bürgerliche Partei? Man muss natürlich definieren, was ist heute bürgerlich, was versteht man darunter. Jetzt ist Frau Strack-Zimmermann auch nicht immer so getragen von ihrer Partei, dass alle sagen, das ist jetzt unser Grundsatzprogramm, was sie da vorträgt. Gell? Hm. Und auch jede Partei hat ja auch Leute, auch bei den Jungen, ich meine, bei Jungen muss man immer was zugestehen, aber ich weiß genau, was sie meinen. Als, sagen wir mal, ich meine, Abtreibung bedeutet auch, dass ein ungeborenes Leben nicht leben kann, dass da Konflikte gibt einer Schwangeren und so, keine Frage. Aber ich glaube, man sollte das dann nicht feiern, dass Abtreibung jetzt, also da ist Feiern das Falsche, um es mal kurz zu sagen. Die Konflikte muss man ansprechen. Aber nichtsdestotrotz, die FDP, ja, sie ist so ein bisschen zermürbt, habe ich den Eindruck, und so ein bisschen gemahlen zwischen den zwei linken Parteien, Grün und SPD. Aber nichtsdestotrotz, ja, also sie Wahlen sind, wie sie sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die FDP abschreiben und deshalb sagen, wir werden automatisch über 50% haben. Sie wollen den verlorenen Sohn FDP noch nicht aufgeben? Nee. Verfolgen Sie eigentlich die Debatten zwischen Feministinnen und Transaktivisten, die jetzt in letzter Zeit so eine ja. Rolle spielen? Können Sie verstehen, dass Frauen keine Männer in ihren Umkleiden haben wollen, die sich als Frauen verstehen? Mhm. Also wir haben ja da so ein Rollback. Erstmal wurde gekämpft in einer Zeit, auch wenn man sich die Arbeitsstättenverordnung anschaut und alles, dass es getrennte Geschlechter, getrennte Toiletten gibt als Schutzraum. Und jetzt gelten zum Teil geschlechtergetrennte Toiletten, wenn es jetzt nicht noch Toiletten dann für divers oder ich komme da auch korrekt nicht, ich weiß gar nicht, was korrekt ist in dieser Sache, aber hinterher manchmal in den Bezeichnungen. Aber ich meine, sensibel zu sein schon für die Bedürfnisse der Leute und dass man eben nicht locker drüber hinweggeht, das halte ich schon für wichtig. Aber man muss auch echt Acht geben, dass man nicht Leute abcancelt, die sehr klar sagen, es gibt zwei Geschlechter und es gibt Menschen, die sich in ihrem Geschlecht nicht wohlfühlen. Und dass jemand, der sich, der wirklich eine Geschlechtstransformation durch Operation mitmacht, das ist echt eine harte Nummer.
Aber ich kann es verstehen, dass Frauen natürlich sagen, wenn jetzt einmal im Jahr ich mein Geschlecht definieren kann, so wie das Selbstbestimmungsrecht es vorhat, die einen gehen damit verantwortungsvoll vielleicht um, aber es wird auch irgendwelche Spaßvögel geben, die sagen, dieses Jahr bin ich mal Frau. Also, oder ist, ich sage jetzt mal, Frauen, die sich darüber Gedanken machen, die abzutun, als seien die transfeindlich, finde ich unterirdisch so etwas. Und es ist kaum noch eine Debatte in der Sache möglich. Es geht fast nur noch um Gesinnung. Bist du dafür oder bist du dagegen? Und selbst eine Frage, die man stellt, die durchaus berechtigt sein kann, wird plötzlich zu einer Abkanzelkultur. Und es ist so interessant, dass diejenigen, die für Verständnis, für Diversität unterschiedliche Meinungen einstehen und werben, dass ganz häufig Vertreter dieser Sichtweisen absolut abcanceln, wenn man eine andere Frage oder eine andere Meinung auch hat. Und da geht es nicht darum, Menschen, das will ich auch sehr offen sagen, Menschen, die wirklich Probleme haben, sich wohlzufühlen in ihrer Haut. Oder, ich meine, wir sind ein freies Land, jeder darf anziehen, was er will. Und wie lange auch Homosexuelle wirklich unterdrückt worden sind, sich verstecken mussten, sowas. Also die Nöte ernst zu nehmen, das halte ich für wichtig. Aber man muss Acht geben, dass man nicht nachher genau das tut, was man vorher selbst bei anderen kritisiert hat. Wir haben ja schon häufig das Thema gestreift, wie ernst Menschen außerhalb der Politik die Politik nehmen. Ich habe noch mal ein anderes Video, das würde ich Ihnen auch gerne zeigen. Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das für den Bundestag ist. Feministische Solidarität. Ehrlich gesagt fällt es mir ein bisschen schwer, die hier repräsentierte Volksvertretung ganz ernst zu nehmen. Also ich fühle mich da überhaupt nicht vertreten. Also was ist das? Was ist das für ein Inhalt? Feministische Solidarität. Es hat null Inhalt. Es ist einfach nur ein bisschen Gag rumgetanzt. Also ich sage jetzt mal, feministische Solidarität würde ich mir wünschen, wenn hier Frauen voll verschleiert rumlaufen müssen, nicht ohne männliche Begleitung hier in Berlin aus dem Haus gehen dürfen, wenn es sogenannte Ehrenmorde gibt und wenn Typen Frauen nicht ernst nehmen und in der Flüchtlingseinrichtung kein Essen aus der Hand einer Frau entgegennehmen. Habe ich selbst erlebt. Im Übrigen auch, wenn fundamentalistische geistliche Führer, gibt es auch bei den ultraorthodoxen Juden, gibt es bei Muslimen, mir die Hand nicht geben wollen, nicht weil sie die Klöckner nicht mögen oder die CDU, sondern weil ich Frau bin. Da sage ich, da hätte ich mal gern feministische Solidarität. Aber das hier ganz, also ich kann es nicht ernst nehmen, nur ich meine, die Kollegen sind Abgeordnete, sind doch Abgeordnete, glaube ich, oder? So. Ja. Und ganz ehrlich, da wird man bezahlt und da hat man einen Auftrag und nicht jeder muss gleich in dem Amt so auftreten, wie man sich es vielleicht vorstellt. Darf es ja jeder selber machen, aber so doll finde ich es jetzt nicht. Womöglich sind Likes in sozialen Netzwerken inzwischen wichtiger als politische Inhalte. Aber ist so inhaltslos, geil. Ich meine, was... Ja gut, ich beargwöhne mich dann immer ein bisschen, dass es sich möglicherweise intellektuell mir nicht erschließt. Das kann ja auch bei mir der Fehler liegen. Kann ja sein. Ja, also ich bin da schon demütig. Egal. Ein Thema, was mich noch interessieren würde, ich habe im Vorfeld des Gesprächs im Archiv gefunden von Ihnen einen Beitrag aus der Frankfurter Allgemeinen von 2013. Da haben Sie gesagt, Sie sind ein Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von ARD und ZDF. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Sind Sie immer noch ein Fan des Öffentlichen? Von der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin ich ein Fan. Ich war auch selbst im Rundfunkrat im SWR. Aber wie das ausgefüllt wird, da bin ich überhaupt kein Fan von. Ich meine, wo sind wir jetzt bei 7-8 Milliarden Euro öffentliche 8, Gelder? 8,5 knapp, ja. Öffentliche Gelder, die Bürger zahlen müssen. Und also es ist, ich will nicht so die komplette Medienschelte da betreiben, das wäre auch falsch. Aber erwiesenermaßen, wenn man auswertet, wie Beiträge gestaltet werden, erlebe ich Angestellte beim Öffentlich-Rechtlichen, die richtige Hass- und Hetzaufrufe gegen die Union starten. Wenn sie zum Beispiel zu Anne Will in die Sendung gehen oder angefragt sind, da wissen sie, dass alle gegen sie sind, inklusive Moderatorin. Es ist,
Also ich verstehe gar nicht, warum sich der Öffentlich-Rechtliche so angreifbar macht auch. Müssen wir nur mal in den Twitter-Verlauf auch schauen, mit welcher Werf einige der Journalisten schon wirken wie Pressesprecher von Grünen oder von der SPD. Und das verstehe ich eben nicht. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie von Ereignis, ich meine, Fußball-Weltmeisterschaft, royale Trauungen, Taufen, Beerdigungen. Warum ein Öffentlich-Rechtlicher, und wir haben auch noch Phoenix, warum mit mehreren Teams zum gleichen Ereignis dorthin gefahren wird und wenn am Ende wir hier eine wichtige Plenardebatte haben, außer Phoenix, andere das nicht übertragen. Also das, was wir hörten, mit wie vielen Personen öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Katar gewesen ist, das finde ich beachtlich, gell? Und dann gibt es Straßenumfragen und man denkt, ach, das ist ja interessant. Man denkt dann fast, also jetzt auch wieder erlebt, dass grüne Politiker befragt werden als normale Fußgänger und es wird noch nicht mal gesagt, hier pass mal auf, das sind grüne Politikerinnen. Also das finde ich schon hochproblematisch. Und das und im Übrigen nach mehr Geld zu fordern, ist auch schwierig, denn ich sehe, dass viele private Sender zum Beispiel mit weniger Personal auskommen, mit ähnlichen Ergebnissen. Ich weiß auch nicht, ob öffentlich-rechtlich, also ob wir auch so viele Krimiserien brauchen. Also es gibt fast ja nur noch Krimi da. Also, und das, was mal wirklich interessant ist, dann irgendwie nachts, geil. Also Sie merken, wenn Sie mich fragen, ich sprudle da ein bisschen. Die Idee eines Öffentlich-Rechtlichen finde ich gut, aber wie es sich entwickelt hat, ist schon kritikwürdig. Nur wenn man heute Kritik an Öffentlich-Rechtlichen übt, haben sie auch die üblichen Reaktionen, so erlebe ich es im Internet, im Netz, das sei rechts. Und rechts wird dann nicht als Linkspendant verstanden, sondern als rechtsextrem verstanden. Geil. Ja. Und da müssen wir Acht geben, dass wir mal wieder eine Debattekultur pflegen, wo Argumente ausgetauscht werden. Man muss nicht der Meinung des anderen sein, aber nicht sofort in diese Gesinnungsschubladen. Nun will die Union das ins Grundsatzprogramm schreiben, dass die Öffentlichen reformiert werden. Da dürfen wir mal gespannt sein, wie konkret das wird. Zum Schluss eine Frage, die ich vielen Gesprächspartnern stelle. Wer wird denn der nächste Kanzler? Eine gute Frage, ich hoffe von der Union. Da wäre jetzt ein Name auch willkommen gewesen. Klar. Also die Kanzlerkandidaturen, die haben wir jetzt noch nicht beantwortet, das ist klar. Aber jetzt liegt natürlich auch nahe, dass ein Parteivorsitzender der größten Unionsschwestergemeinschaft da durchaus einen Anspruch drauf hat. Und wir werden aber die Kanzlerkandidaturen nicht jetzt ausrufen, sondern wenn es soweit ist. Das meint Friedrich Merz, ohne Friedrich Merz zu nennen. Haben Sie vielen Dank. Das war Schuler Fragen, was ist, mit einem spannenden Gespräch mit Julia Klöckner, hier mit Spreeblick aus dem Bundestag und über die wichtigsten Fragen dieser Zeit, über das politische Versagen im Ahrtal, den öffentlichen Rundfunk und was der Ukraine-Krieg mit unserer Wirtschaft macht. Haben Sie vielen Dank und bis demnächst.